Wenn ich jetzt noch einmal von irgendeinem höre, dass unsere Proteste nichts gebracht haben, dann knallt es aber. Aber kein Beifall, Freunde des Karnevals. Ey, ohne Scheiß. Jetzt, ich höre mir das gerade an, hier beim Schlosser ziehen, ja? Und Frieden unter die Bauernschaft zu bringen, weil die einen sagen, okay, ist erreicht, wir haben ja das, und die anderen nicht. Auch der versprochene Bürokratieabbau bleibt Illusion. Man hat mehrere Dinge bereits schon wieder in der Pipeline. Verschärfung des Düngergesetzes mit der Stoffstrombilanz oder ersetzt man sie Nährstoffbilanz. Wieder doppelte Datenerfassung, alle Daten sind an anderer Stelle bereits vorhanden, gehört einfach weg. Und noch eine Forderung. Ab 2026 muss ein Landwirt alle 4 Stunden melden, wo genau sich welche Maschine auf dem Feld befindet und was genau sie dort macht. Das gibt's doch alles gar nicht. Wir müssen das nächste Mal genau das Gegenteil fordern von dem, was wir eigentlich fordern wollen. Da geht es dann halt praktisch darum, dass man nachweisen kann, wo man wann Dünger ausgebracht hat, wo organischer Dünger eingearbeitet werden muss, wo welche Pflanzenschutzmittel wie ausgebracht werden. Ein reiner Wahn, der absolut so nicht zu handeln ist. Zumal man solche Gesetze erfindet, ohne dann die praktische Lösung aufzuzeigen. Doppelte Arbeit, denn die Dokumentationen aller Stoffe, die auf Feld und Acker ausgebracht werden, sind bereits in unzähligen anderen Protokollen erfasst. Bedenklich finde ich schon, wenn derjenige, der für diese Bürokratie verantwortlich ist, ganz dicke Best Buddies ist mit... Einfach mal jetzt auf das nochmal Thema nicht mit auch den Bauern, mit dem Deutschen Bauernverband an der Spitze. Ich habe ein glänzendes Verhältnis zur Landschaftsverbindung. Super Best Buddies mit... Glänzendes Verhältnis zur Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ich habe ein glänzendes Verhältnis zu Bund Deutscher Milchviehhalter. Da muss man doch mal fragen, was ist hier eigentlich schiefgelaufen, Junge? Das ist doch nicht mehr normal. Aber komm, ist egal. In diesem Land ist alles möglich. Du wirst ja schon als Verbrecher hingestellt, weil du einfach nur Lebensmittel produzieren willst. Du willst nur die Bevölkerung ernähren. Mehr willst du ja gar nicht machen, ja? Und wirst schon als kriminell hingestellt und musst dich jetzt rechtfertigen. Was machst du da? Und da weiß ich ja genau, wie es kommen wird. Wenn ich dann hier auf einmal mit Pflanzenschutz am Gange bin oder Dünger ausbringe, dann muss ich alle 4 Stunden meine Frau anrufen. Hey, Schatz, bist du im Büro? Melde mal bitte jetzt sofort, bitte. Oder wahrscheinlich musst du demnächst erst fragen. Sag mal, könnte der Beamte XY vielleicht mal aus Hannover hier mal eben 1 Stunde herfahren, weil ich würde ganz gerne anfangen zu arbeiten. Aber bitte beeil dich, weil da hinten zieht eine Regenwolke auf. Sag mal, wollt ihr uns alle verarschen oder was? Und wer geht denn damit ab? Wisst ihr was? Wir müssten einfach alle sagen, macht die Scheiße alleine. Ihr müsst alle erstmal wieder Hunger leiden, bis ihr wieder klar oben in der Birne seid. Das gibt's doch alles gar nicht. Wir importieren Mittel, wo nachweislich Mittel verwendet werden, die bei uns seit 30 Jahren verboten sind. Interessiert das einen? Nein. Ist einer dankbar dafür, dass wir diese hohen bürokratischen Hürden hier alle einfach so schlucken seit Jahren? Ist einer dankbar? Nein, du musst sie noch rechtfertigen. Du wirst noch angefeindet. Das ist doch unvorstellbar, was hier abgeht. Und dann musst du noch an... Ja, Bio. Ihr müsst alle auf Bio umstellen. Wisst ihr was? Bio läuft gerade so gut, dass du reicher wirst als Krösus. Und deswegen stellen gerade meine Berufskollegen nämlich wieder zurück von Bio auf konventionell. Weil das einfach, die fühlen sich schlecht damit. Die wollen die Kohle nicht annehmen. Weil die kennen das gar nicht, ja? Die kennen das nicht, dass du auf einmal für ein bisschen Arbeit so viel Geld bekommst auf einmal. Ja, also dann mit 13.000, 14.000 Euro im Monat nach Hause gehen, so wie ein Bundestagsabgeordneter oder andere, weil ich gönne euch ja die Kohle. Aber lasst doch die Leute, die staatlich ausgebildet sind, die studiert haben, die Fachschulen besucht haben, die jeden Tag ein Risiko eingehen, was ihr gar nicht kennt, wo die Familienangehörigen noch kostenlos mitarbeiten, dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Oder wie war das nochmal, Herr Trittin? Herr Trittin, ihr kennt ihn alle noch? Das ist dieser Typ, der gesagt hat, die Energiewende kostet so viel wie die Kugel Eis. Ich bin ziemlich sicher, dass er nicht eine Kugel Eis meinte, sondern ein Fabergé-Ei. Weil so teuer ist diese Scheiße. Nicht umsonst bauen wir jetzt ein neues Gaskraftwerk. Gott, Leute, das kostet nur 3 Euro pro Familie. Jo, diese Scheiße habe ich schon seit Jahren gehört. Unvorstellbar, was man uns hier für einen Schwachsinn verkaufen will. Und diese Leute, auch gerade Herr Trittin, sie müssten sich in Grund und Boden schämen. Die Landwirte in Deutschland, die dafür sorgen, dass wir alle seit 80 Jahren Frieden haben. Weil wir Wohlstand haben. Weil wir immer noch, auch wenn die Lebensmittel teurer geworden sind, im Vergleich zu USA, Australien, Neuseeland, egal wo, Kanada, immer noch verdammt günstige Lebensmittel haben. Und weil ich hier pro Hektar 170 Euro aus Brüssel bekomme und dafür diese ganzen Auflagen machen soll, für 170 Euro, für 10.000 Euro, wollen Sie mich eigentlich komplett, wollen Sie uns alle verarschen? Das ist doch ein Skandal, was hier abgeht. Und deswegen müsste man einfach mal sagen, so, macht die ganze Scheiße alleine. Dann wisst ihr mal, was das ist.